Der Aussichtsturm auf der Hohen Eule. Die Hohe Eule ist der höchste Gipfel des Eulengebirges, 1014 Meter über dem Meeresspiegel. Bevor auf der Hohen Eule ein gemauerter Aussichtsturm erbaut wurde, war eine Holzkonstruktion errichtet worden. Die Bauidee entstand 1885 als Initiative der Eulengebirge-Gesellschaft. Der Grundstein wurde am 20. September 1885 gelegt. Es war der höchste hölzerne Aussichtsturm im Eulengebirge. Im Herbst des Jahres 1904 wurde er wegen der hohen Wartungskosten abgebaut. An seiner Stelle war ein neuer gemauerter vorgesehen. Der Standort des neuen Turmes wurde um ca. 30 Meter nach Norden verlegt, genau auf den Gipfel der Hohen Eule. Es entstand ein 25 Meter hohes, aus Beton gegossenes Objekt mit 8 Meter Durchmesser am Fuß und 4 Meter am oberen Ende. Die Gelegenheiten, eine Renovierung durchzuführen, endeten meistens nur mit kleinen Ausbesserungen. Erst im Jahre 2006 wurde auf Kosten des Eigners, der Gemeinde Peterswalde, eine Generalrenovierung durchgeführt. Vom Turm breitet sich eine weite Aussicht in allen Richtungen aus. Von der Aussichtsterrasse kann man das Panorama der Sudeten wie auch des Glatzer Kessels bestaunen. Bei gutem Wetter sieht man von hier sogar den Zobtenberg, Schweidnitz, als auch die 60 Kilometer entfernte Schneekoppe. Der Turm ist für die Touristen zugänglich. Das Projekt Eulengebirge, Erbe multikultureller Geschichte Niederschlesiens, Werbe- und Informationskampagne, ist mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des regionalen operativen Programms für die Woiwodschaft Niederschlesien in den Jahren 2007 bis 2013.